Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist das zweite Video eigentlich, was ich in diesem Zimmer drehe, denn ich befinde mich gerade in unserem Babyzimmer und ich habe euch schon eine Babyzimmer-Roomtour gedreht. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch die auf jeden Fall in der Infobox. Schaut da unbedingt gerne vorbei. Ich sitze jetzt hier auf dem Boden in diesem Zimmer, weil es hier einfach am allerwenigsten schallt und ihr dieses Zimmer schon kennt. Dieses Video entsteht gerade super spontan. Wir haben 21:30 abends. Und unter anderem habe ich heute ganz, ganz viele Dinge besorgt. Ich glaube, ihr seht gerade gar nicht alle Tüten im Display. Hier steht wirklich alles voll mit Tüten, um meine ganze Schminke zu sortieren. Und wollte das eigentlich alles so ein bisschen mit in den Vlog reinnehmen und habe mich gerade auch sogar schon genau hier vor die Kamera für die Vlog-Szene gesetzt. Und dann dachte ich mir, Moment, eigentlich kann ich daraus ein eigenes Video drehen, weil das echt umfangreich wird. Deswegen werde ich euch jetzt meine kompletten Sachen zeigen, die ich hier gekauft habe, um meine ganze Schminke zu sortieren. Dann werde ich meinen kompletten Schminkschrank drüben mit diesen Sachen einräumen und euch natürlich auch das Endergebnis zeigen und euch so eine kleine Schminksammlung machen. Ich habe vor Monaten auch mal meine Schminksammlung euch abgefilmt in einem ungeschnittenen Video. Das war quasi ein geheimes Video. Das heißt, ihr kamt nur auf dieses Video, wenn ihr den Link dazu hattet. Und dann dachte ich mir, warum soll ich daraus nicht jetzt nochmal ein richtiges Video machen, was auch auf meinem Kanal angezeigt wird. Für all die das alte Video nochmal sehen wollen, das verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox. Hab jetzt die Möglichkeit, das alles viel, viel schöner zu machen. Wie gesagt, ich hatte gerade eben für den Vlog eigentlich schon die Szene angefangen. Deswegen habe ich hier schon ein paar Sachen ausgeräumt. Damit beginne ich jetzt einfach mal. Das sind nämlich unter anderem Acrylglasbehälter. Da kann man alles Mögliche einsortieren. Ich weiß selbst noch nicht, was jetzt genau wo reinkommt. Und was ich ganz cool bei denen fand, ist, dass man die einfach so aufeinander stapeln kann. Dann machen wir mal weiter und zwar mit so kleinen Holzkisten. Ich habe die ganze Zeit irgendwas gesucht, dass ich halt wirklich für jede Schminkkategorie quasi meinen eigenen Kasten oder mein eigenes Fach habe. Ich fand die total schön, auch von der Optik. Die habe ich einmal in so etwas größer, in so einem hellrosa Ton geholt und einmal in kleiner, in so einem weißen Ton. Ich glaube, ich habe von den großen und von den kleinen jeweils drei mehr geholt. Die werden uns bestimmt gleich noch in die Finger fallen. Eine kleine Glasschale. Eigentlich ist es nämlich ein Kerzenunterständer. Ich habe nämlich auch zwei Deko-Kerzen für den Schrank geholt. Ja, dann apropos Deko. Ich habe mir so kleine Blümchen geholt. Ich weiß noch nicht genau, wie und ob und wo ich die nutzen werde, aber ich fand die irgendwie ganz schön. Dann habe ich was sehr Geiles gefunden. Das ist einmal dieses goldene Gestell. Und da kommt einfach dieses runde Glas rein. Ich habe alles, das werdet ihr gleich sehen, in so rosa und Goldtöne gehalten. Also alle Aufbewahrungssachen. Man hat halt super viel Stauraum da drin. Man kann da zum Beispiel alle Nagellacke reintun oder ganz viele Lippenstifte reinlegen und man kann halt von außen so voll cool reingucken und es sieht halt, obwohl man eigentlich alles nur reinwirft, trotzdem nicht unordentlich aus. Bin mal gespannt, wie das aussehen wird, aber ich glaube, das wird ganz cool aussehen. Ah, okay, das sind die Gläser hier, auch wieder mit dem Goldakzent, habe ich ja gesagt. Ich dachte, sowas ist einfach auch perfekt, um zum Beispiel Kajalstifte reinzupacken, Lip Liner. Das gab es auch in verschiedenen Größen. Ich habe da zweimal, glaube ich, in der Größe hier. Da ist das andere. So, das sind die gleichen Gläser in ein bisschen kleiner. So sehen die nebeneinander aus von der Größe. Das ist auch wieder so ein Behälter. Ich glaube, normalerweise benutzt man den auch für Kerzen oder keine Ahnung. Geil, die Kamera fokussiert sogar voll gut. Von innen ist es halt in so einem dunklen Altrosé und von außen sieht es so aus. Das fand ich auch total schön. Und jetzt kommen wir zu meinen zwei Highlights aus diesem Haul. Da freue ich mich schon total darauf, das irgendwie in den Schrank schön einzuräumen. Und zwar habe ich mir zwei Tabletts gekauft. Einmal so ein großes und einmal ein etwas kleineres. Ich finde die so schön. Wenn ihr euch jetzt fragt, was willst du denn mit einem Tablett in einem Schminkschrank? Ja, eigentlich natürlich völlig überflüssig, aber ich dachte mir, das macht einfach was her und dadurch sieht das Ganze einfach nochmal schöner und vielleicht ordentlicher aus. Dann habe ich mir noch dieses kleine Gläschen hier geholt. Passt auch wieder farblich zu den anderen Sachen in so einem dunklem Altrosé. Okay, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Die Kamera ist einfach ausgegangen. Das ist so eine durchsichtige Vase und ich fand die Form ganz cool. Das ist echtes Glas. Ich dachte mir, das fülle ich mit so coolen Steinchen oder coolem Sand und da kann ich halt wirklich all meine Pinsel reinstecken. Das sind die Steinchen, die ich mir dafür geholt habe. Ja, dann habe ich mir einfach so zwei rosane Stoffbeutel geholt. Ich dachte mir, Einzelsachen, wo ich jetzt nicht so ein ganzes Glas oder so ein ganzes Fach für brauche oder für Dinge, die vielleicht nicht
so schön aussehen. Und jetzt kommen wir auch zu was richtig Geilem. Und zwar sind das so Aufbewahrungsboxen. Das ist so ein samtiger Stoff in so einem mega geilen Flieder-Lila-Ton. Das ist ein Zweier-Set, das sind zwei verschiedene Größen dann direkt. Bei den zwei Sachen war ich mir unsicher, ob ich die brauche. Und das sind einfach auch so zwei Holzschälchen. Die sind halt nicht tief, also da kann man halt nicht wirklich was reinstellen. Aber man könnte rein theoretisch ja auch alle Nagellacke zum Beispiel da rein sortieren oder vielleicht für Ketten und für Armbänder oder wie auch immer. Jetzt kommen wir auch zu einer Glasschale. Die ist auch in so einem Altrosé. Irgendwas stimmt mit dieser Kamera nicht. Die ist gerade schon wieder ausgegangen. Wir waren gerade bei dieser Glasschale. Bin mal gespannt, was ich da einsortiere oder ob ich die überhaupt brauchen werde. Diesen Karton habe ich mir geholt. Ich fand auch diese Farbe wieder so schön und hier oben drauf sind so Blümchen und ich dachte mir, Bianca, du wirst definitiv irgendwas haben, was du nicht offen rumstehen haben willst. Deswegen habe ich mir einen verschließbaren Karton geholt, den ich dann einfach oben oder unten irgendwo hinstellen kann und wo dann einfach vielleicht Sachen sind, die ich wirklich selten brauche. So ein paar Blümchen. Hier haben wir einmal die Kerzen, von denen ich eben geredet habe. Habe ich einmal auch in so einem Pinky-Bärenton und einmal in so einem hellen Lavendelton geholt. Ich hoffe, dieser Haul-Teil war interessant für euch. Wir wandern jetzt rüber ins andere Zimmer. Das hier wird mein Schminkschrank. Ich gehe davon aus, dass ich dieses, dieses und auch dieses Regal hier benutzen werde. Denn alles, was da drüber ist, komme ich nicht dran. Und das ganz untere ist einfach so tief. Da packe ich vielleicht Sachen rein, die ich wirklich sehr, sehr selten benötige. Und ich bin endlich bereit, euch mein fertiges Werk zu präsentieren. Es ist tatsächlich nicht nur der Doppelschrank geworden, sondern ich habe auch noch hier das ein oder andere Fach benutzt. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal auf. Das sind meine beiden Schränke. So sieht das Ganze jetzt im Überblick und nebeneinander aus. Auf der Seite sind auf jeden Fall jetzt eher so Kosmetikprodukte. Haare, Körper und so weiter und so fort. Und auf der Seite ist eigentlich meine wahre Schminksammlung zu finden. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal hier auf der Schrankseite. Wie ich schon angekündigt habe, ich habe immer nur die drei mittleren Fächer benutzt, damit ich einfach überall super gut drankomme. Und es ist alles, wie ihr seht, sehr luftig eingeräumt. Also man hätte wirklich wahrscheinlich alles auch in einen Schrank quetschen können. Aber ich wollte gerne, dass es eben ganz schön geordnet aussieht. Dann komm doch mal ein bisschen näher. Fangen wir mal in der Ecke an. Hier habe ich die beiden großen rosa Holzkästen. Soll ich das mal hochheben für dich? Oder? Kannst du sehr gerne mal raus. Warte, ich helfe dir. Hier habe ich meine ganzen großen Lidschattenpaletten eingeordnet. Ich bin ehrlich, ich benutze nicht so oft Lidschatten. Deswegen haben die da einen sehr guten Platz gefunden. Und ein Kasten hat leider nicht ausgereicht. Deswegen habe ich einfach hier so zwei aufeinander gestapelt. Dann habe ich hier vorne die beiden Gläser benutzt. Für Stifte, wenn ich alles ordentlich einsortiert habe, müssten hier alle Stifte für Augen und Augenbrauen drin sein. Und hier sind meine ganzen Lip-Liner und so drin. Dann kommt da hinten das schöne Glas. Es hat funktioniert mit den Steinchen, Leute. Das freut mich sehr, weil ich finde, es sieht mega schön aus. Da habe ich meine ganzen Pinsel reingesteckt. Dann kommt hier dieses runde Fischglas, will ich es mal nennen. Da habe ich meine ganzen losen Lidschatten reingetan. Okay, hier ist jetzt auch so eine kleine Palette drin. Aber hauptsächlich sind hier so kleine lose Lidschatten. Das ist halt total praktisch. Man kann die halt einfach hier rausholen und kann dann so da drin rumwühlen, sich eine Farbe raussuchen. So, und jetzt muss ich selbst mal überlegen, was hier drin ist. Wimperntuschen. Guck mal. Ich kriege natürlich auch sehr, sehr viel Schminke zugeschickt und ich probiere auch gerne Sachen aus. Und hier habe ich einfach meine ganzen Wimperntuschen reingetan. Aber eigentlich profitiert deine Familie und dann profitieren deine Freunde mehr davon. Weil wenn sie zum Beispiel 10 Schminkprodukte zugeschickt bekommt, suchst du sich eins, maximal zwei aus. Ja. Ich behalte wirklich immer nur das, wo ich mir sicher bin, dass ich es mal benutzen werde oder was ich unbedingt ausprobieren will. Ach so, und hier hinten in der Box, die kann ich euch auch mal kurz rausholen, da sind meine ganzen Lippenpflegeprodukte drin. Schön. Das ist über die Jahre auch einiges geworden, aber die halten sich auch. Das ist die erste Etage, dann gehen wir eine Etage tiefer. Das ist eigentlich so mein komplettes Lippenstiftfach. Ich liebe Lippenstifte. Die Halterung, die hatte ich noch in meinem alten Schminkschrank und die beiden sind neu und auch das Glas fand ich ganz cool. Hier habe ich nämlich all meine Liquid Lipsticks und meine Lipglosse reinsortiert. Das ist halt auch so ein Wühlprinzip. Ist vielleicht nicht ganz praktisch, wenn man jetzt genau den da unten haben will. Kannst ja noch eins daneben stellen. Genau, ich bin am überlegen, ob ich mir davon noch eins hole, damit es einfach nicht so überfüllt ist. Aber so ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles sortiert. Hier
hier sind alle Lipglosse und Liquid Lipsticks. Und hier sind eigentlich meine ganzen normalen Lippenstifte. Und hier ist dieses wunderschöne rosa Tablett zum Einsatz gekommen. Ich fand das einfach eine mega schöne Idee, einfach meine ganzen Parfüms draufzustellen. Ich finde, die kommen dadurch sehr gut zum Ausdruck. Das war es eigentlich mit der Etage. Und eine Etage tiefer sieht das Ganze nicht so dekorativ aus. Aber hier sind einfach meine ganzen Concealer, Make-up-Produkte. Dann haben wir hier in der Box alles Mögliche an Primern und Hautkorrektursachen. Fixing Sprays habe ich auch hier reingestellt. Ich fand, das fasst irgendwie alles gut zusammen. Und hier habe ich meine ganzen Highlighter reingepackt. Und hier ist die letzte Box. Da ist alles an Puder und Blushen drin. Achso, hier hinten in der Ecke habe ich noch die zwei Stoffbehälter benutzt. In einem sind Extensions von mir und in dem anderen sind meine ganzen künstlichen Wimpern drin. Ja, dann haben wir hier das unterste Fach noch. Da habe ich eigentlich alles an Aufbewahrungssachen, die jetzt noch übrig geblieben sind, hingepackt. Beziehungsweise hier in den Karton habe ich meine ganzen kleinen Schminktäschchen reingetan. Die hatte ich auch fast alle im Einsatz und jetzt sind die halt alle übrig geblieben. Und damit sind wir auch schon im nächsten Schrank angekommen. Wie gesagt, hier habe ich eher so ein bisschen Kosmetikartikel für den Körper und für die Haare. Hier können wir auch einfach mal oben anfangen. Hier steht nämlich wirklich sehr wenig drin. Das ist eigentlich eher so ein Dekofach. Ich habe hier einmal das dunklere, kleinere Tablett genutzt und habe einfach so drei kleine Schälchen draufgestellt. Die sind unter anderem mit Haarspangen, Haargummis gefüllt. Und hier habe ich so einen Haarreif noch reingesteckt. Und das war es eigentlich auch schon. Und hier habe ich so diese zwei kleinen Tabletts, nenne ich es jetzt einfach mal, hingestellt. Hier sind meine Nagelprodukte drin. Das sind wirklich sehr wenig, weil ich habe jetzt einfach fast 2 Jahre ja immer Gelnägel gehabt. Und wegen der Schwangerschaft oder weil das Baby ja bald kommt, habe ich mir die Nägel jetzt kurz gemacht. Wo sind die anderen alle? Hast du die verschenkt? Ja. Crazy. Okay, dann hier, das ist eigentlich richtig unnötig, aber hier habe ich halt so Pinzetten und Spitzer und all so Krams reingepackt. Dann kommen wir auf die zweite Etage und hier sind jetzt eigentlich wirklich meine Produkte. Ich habe einen Korb gemacht mit Haarprodukten. Produkte, die man nicht oft braucht, aber die man halt immer mal wieder braucht. Zum Beispiel so ein, wie nennt man es nochmal? Silbershampoo. Besen. Achso, Besen, ja. Genau. Eine Ersatzhaarbürste. Oh, warte, oh, Was tust du da? Und in einem zweiten Korb ist eigentlich alles für den Körper. Zum Beispiel Sonnencreme. Und hier haben wir eine kleine Bilou-Ecke mit meinen ganzen Bilou-Cremes. Also hier vorne sind meine ganzen Handcremes, die habe ich hier hingestellt. Und dahinter findet ihr die Cremeschäume für den Körper. Und jetzt können wir noch eine Etage tiefer gehen. Auch diese Etage ist eigentlich relativ leer gehalten. Ich habe diese drei Samboxen hier hingestellt, weil ich die einfach mega schön fand und unbedingt benutzen wollte. Und hier sind meine Body Sprays drin. Natürlich auch die ganzen Bilou Body Sprays. Hier ist eigentlich wirklich nur Krimskrams drin. Überflüssig, das zu filmen. Hier sind einfach nur so ein paar Gesichtsmasken drin. Boah, das sieht jetzt schon aus wie so ein Bilou Instagram Foto. Bitte Screenshotten posten, danke. Und die unterste Etage, habe ich mir gedacht, verwende ich einfach mal, um Bilou hinzustellen. Die beiden riesen Bilou Tüten, einmal von der Seite, einmal von der Seite. Und diese beiden kleinen Bilou-Täschchen habe ich auch so zu Deko-Zwecken hier hingestellt. Und was ist denn da drin in den Deko-Täschchen? Jetzt bringst du mich in eine sehr unangenehme Situation. Ach, wirklich? Wir können ja mal kurz reingucken. Boah, da ist bestimmt die neue Sorte drin, oh, oder? Klopapier! Oh. Und das Glas habe ich jetzt auch noch benutzt und habe dann die ganzen Mini-Bilous, die wir bis jetzt auf den Markt gebracht haben, reingepackt. Mint Love zum Beispiel. Jetzt haben wir eine Sache vergessen. Meine riesengroße Lippenstiftbox. Die liegt nämlich hier oben. Das ist meine Lippenstiftbox. Wir sind ja eigentlich noch nicht fertig, denn das sind ja jetzt meine beiden Schränke gewesen. Und ich habe ja gesagt, ich kriege ein Zimmer bzw. die Hälfte eines Zimmers für meine ganze Schminke und so. Leider ist bis heute mein Schminktisch noch nicht angekommen. Soll ich den Leuten ein Bild einblenden oder das Ganze vielleicht auf Insta-Story zeigen, wenn es da ist? Das wäre eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Gebt mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass, wenn mein Schminktisch da ist, dass ich euch diese Ecke des Raums dann auf Insta-Story zeige. Wir könnten uns jetzt einmal auf die andere Seite drehen. Da ist allerdings einfach nur eine weiße Wand. Meine lieben Leute, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und hat euch gefallen. Das war's mit dem Video. Schaut jetzt auch unbedingt bei Julians Video vorbei. Der hat nämlich heute euch den Tag mitgenommen und unter anderem Einblicke in unser Schlafzimmer gegeben. Also, inklusive Babybett. Inklusive Babybett, das wir heute aufgebaut haben. Und es ist so süß geworden und ich freue mich so. Vielen Dank fürs Einschalten.
Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss. Hallo.